Nach Geschäftsschluss herrscht ausgelassene Stimmung und fröhliches Treiben. Ist denn halt so schick, dass so viel Leid auf der Geschichte so jemand ist das und Wein fließen in Strömen. Plötzlich torkelt Johannes Hieselmeier aus dem Festsaal. Hunderte laufen an dem offensichtlich Betrunkenen vorbei. Der hat aber einen gescheiten Dampf. Mach den. Nur Anästhesist Dr. Klaus Mannherz will helfen. Es war wohl eine professionelle Neugier, hinzugehen, weil auch ein Betrunkener kann mal erbrochen haben. Erbrochenes kann im Rachen liegen geblieben sein, es kann aspiriert werden, es kann sein, dass er sich daran verschluckt, eine ganz böse Lungenentzündung kriegt. Also ich bin hingegangen, um zu gucken, was los ist, was Sache ist. Als ich näher rangekommen bin, habe ich eigentlich mit dem ersten Blick erkannt, dass eine akute Form der Atemnot vorliegt. Also so wie die Situation da war, denke ich, dass er maximal 5 Minuten, aber wirklich maximal 5 Minuten, hätte überleben können, ohne bleibende Schäden zu behalten. Ja, das ist das Traurige, denn zuerst kommt schon Sensationslust auf. Es ist einfach im Hintergrund, man hat Alkohol getrunken, es sind viele Leute da, eine Riesendrängerei. Ja. Man wird eigentlich nicht richtig, der Mensch wird eigentlich nicht richtig bewusst, dass es wirklich ums Leben geht. Ich bin einmal umgefallen. Hat jemand einen Notarzt gerufen? Ja, ruft den Notarzt. Die Anfahrt des Rettungsdienstes wird zum Albtraum. Wertvolle Minuten verstreichen. Es hat sich kaum jemand überhaupt um den offensichtlich Verletzten gekümmert, geschweige denn gefragt, ob er was braucht, ob man helfen kann. Die Leute urteilten meistens mit Betrunkener, ohne sich genau umzusehen, was überhaupt los ist. Hat kein Mensch nachgefragt, was ist mit dem los, können wir helfen oder sonst irgendwas. Endlich erreicht auch der Notarzt mit lebenswichtigem medizinischen Gerät die Unfallstelle. Ohne Beatmung, ich habe noch ein paar Zügel. Warte! Ich muss die Notarzt, bevor das Gerät abgekommen ist.
Wie wenn er stützt. Wir stehen los, das ist mir im Mund. Es ist sehr traurig, wenn die Anfahrt vom Notarzt und die Arbeit des Teams durch Passanten behindert wird, denn das geht im Endeffekt auf Kosten des Patienten und nicht zuletzt um sein Leben. Erst durch die Frau des Verunglückten erfahren die Retter die ganze Wahrheit. Johannes Hieselmeier ist nicht betrunken, er hat einen schweren Asthmaanfall. Was soll man sonst machen? Wie ist das passiert? Der größte Feind in der Notfallmedizin und in der Akutmedizin, die Untätigkeit ist. Die Leute haben Angst, etwas zu machen und etwas falsch zu machen. Und unterlassen daher jegliche Hilfe. Erwarten allerdings, dass sie selbst in der Situation sind, dass die anderen die Initiative ergreifen. Die Passanten tauchen in der Masse unter und denken, jeder denkt, da soll doch jetzt endlich mal jemand was tun. Und keiner hat die Zivilcourage. Es ist wohl eine Frage der Zivilcourage, die Zivilcourage hinzugehen und zu sagen, ich mache jetzt. Weil es könnte ja sein, dass er einen Fehler macht und dem Patienten damit schadet. Aber diese Angst vor Fehlern ist eben der größte Fehler, den man meiner Ansicht nach machen kann. Also das Gefühl, diesen Arzt wieder zu sehen, der meinem Mann das Leben gerettet hat, das ist eigentlich unbeschreiblich. Wenn man da mehr nachdenkt, wie es anders gewesen wäre, wenn es anders ausgegangen wäre, das kann man sich gar nicht vorstellen. Und man kann ihm auch nicht genug danken und er will das auch gar nicht. Wenn vielleicht dieser Beitrag für den einen oder anderen Zuschauer Anlass ist, einen Reanimationskurs zu machen und in einer ähnlichen Situation dann tatsächlich die Zivilcourage aufzubringen, vorzutreten und zu helfen und die Angst, einen Fehler zu machen, zu vergessen, dann meine ich, dass der Beitrag sehr viel genützt hat. Ein niederschmetterndes Beispiel für das weit verbreitete Gaffertum. Schaulust und Desinteresse hätten um ein Haar ein Menschenleben gefordert. Gleich in Notruf. Wir hatten